In diesem Video sprechen wir über MetaMask und das Web 3.0 und was sich hinter diesen beiden Begriffen verbirgt. Zunächst einmal zum Web 1.0. Vielleicht erinnern sich die älteren Zuschauer unter uns noch, dass das Internet begonnen hat mit grundlegenden Funktionalitäten wie Text, Bilder und Hyperlinks, also Links, die zu neuen Webseiten mit ähnlichem oder verwandtem Content führen. Das Web 2.0 entstand dann als eine Erweiterung des Web 1, bedingt durch die Einführung von JavaScript. Es bestand die Möglichkeit von Accounts und Foren, Online-Shops, Social Media und geskriptete Werbung wurden möglich. Also es ist viel mehr Funktionalität hinzugekommen und das Web 2.0 entspricht dem Web, wie wir es heutzutage kennen. Doch durch das Einführen von neuen Technologien, insbesondere Blockchain und Smart Contracts, steht das Web vor einer neuen Schwelle der Evolution zum Web 3.0, was weitere interessante Funktionen bietet, wie dezentrale Computerspiele, intelligente Verträge, das Geldstreaming, also dass man nicht mehr etwas abonniert, sondern man bezahlt on the fly für etwas, solange man es nutzt. Dann dezentrale Finanzdienstleistungen und Tokenisierung. Grundgedanken des Web 3.0 am Beispiel des Ethereum-Netzwerks. Ethereum ist gedacht als Welt-PC und Weltcomputersystem, auf dem verschiedene Anwendungen ausgeführt werden. Grundtechnik hinter Ethereum ist auch wieder die Blockchain, die Zensurresistenz, Unveränderbarkeit und Pseudonymität garantieren. Als Identität werden im Ethereum-Netzwerk Schlüsselpaare verwendet, die nicht mit der Personalität verknüpft werden, wie wenn man sich zum Beispiel auf einer Webseite mit E-Mails und Klarnamen anmeldet. Dadurch, dass diese Schlüsselpaare verwendet werden, sind nun auch keine Passwörter an sich mehr nötig, denn die Schlüsselpaare sind so geschützt, dass sie zurzeit als hacksicher gelten. Man muss sich also nicht für jedes Mal, wenn man sich irgendwo anmeldet, ein neues Passwort ausdenken, sondern man kann die vorhandenen Schlüsselpaare für die verschiedenen Anwendungen verwenden. Die Inanspruchnahme des Welt-PCs oder die Änderung eines Zustands der Anwendung erfordert eine Synchronisation aller Computer, die in dem Ethereum-Netzwerk verbunden sind. Diese Computer müssen natürlich 24/7 laufen, um Ethereum auch immer online zu halten. Im Web 3.0 gilt, dass das zugrunde liegende Protokoll oder der Quellcode gilt. Und auf diesen kann dann von verschiedenen Instanzen eine UI, also ein User Interface, aufgesetzt werden. Dies soll mehr Dezentralität und Offenheit ermöglichen. Man könnte es sich in etwa so vorstellen, als würde der Quellcode von Facebook öffentlich zugänglich gemacht und ein Unternehmen X setzt dann eine grafische Oberfläche auf diesen Quellcode auf. Der Quellcode an sich ist unveränderbar abgelegt, das heißt, man könnte diesen dann nicht abschalten. Das Einzige, was gesperrt werden kann, wäre der Zugang über das User-Interface von Firma X zum Beispiel. Dann könnte aber Firma Y ein anderes User-Interface bauen, was dann auch wieder auf den gleichen Quellcode zurückgreift. Neben Ethereum gibt es auch noch andere Netzwerke, die versuchen, dezentrale Anwendungen und Smart Contracts auf ihren Plattformen anzubieten. Dazu gehören zum Beispiel EOS, Cardano, Tezos, Neo und Lisk. Ethereum gilt aber dennoch als die erste Smart Contract Plattform und die Schwächen, die mit Ethereum einhergehen, sollen bei den Alternativen behoben werden. Aber bisher bieten diese Alternativen nur wenige Anwendungen und haben daher auch wenige Nutzer. Und da es wenige Nutzer gibt, werden auch wenige Anwendungen programmiert, weil die Zielgruppe nicht vorhanden ist. So wie wir das Internet heutzutage mit einem Browser erkunden, der die Protokolle, die dem Internet zugrunde liegen, nutzen und mit diesen interagieren können, wie zum Beispiel Chrome, Firefox oder der Internet Explorer, benötigt man zur Interaktion mit Smart Contracts oder dem Ethereum-Netzwerk eine ähnliche Interaktionsmöglichkeit. Nun, MetaMask ist eine Browsererweiterung für Webbrowser wie zum Beispiel Chromium oder Firefox, die es uns erlaubt, direkt mit dem Ethereum-Netzwerk und den Smart Contracts zu interagieren und das direkt aus dem Browser-Interface des Webs 2.0 heraus. MetaMask ist zum Beispiel grundlegend für die Anwendung des Web 3.0 und enthält ein eingebautes Ethereum-Wallet für unsere Schlüsselpaare und die digitale Identität, damit wir dezentrale Anwendungen
wie zum Beispiel DeFi-Dienstleistungen, verwenden können. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören.